Oh, wir leben wieder. Zuletzt wurde uns ja, als wir letztes Mal den Corner spielten, wurde uns ja in den Kopf geschossen. Aber anscheinend konnten wir wieder repariert werden. Naja, gut, schauen wir uns hier mal um. Wow, das sieht wirklich klasse aus hier. Alter Schwede. Weg da, jetzt komme ich. Was ist das denn hier? Ist das so eine Art Grabstein? Connor Mark. Der Erste. Oh fuck. Ja. Ja, das ist heftig. Da liegen wir quasi, beziehungsweise die erste Version von uns. Wahrscheinlich wurde der Android dann einfach beerdigt und ein neuer erschaffen. Ja, und den spielen wir jetzt gerade. Oh Mann, nicht schlecht. Nicht schlecht. Das scheint Amanda zu sein. Gibt es hier noch irgendwas, was wir sehen können in diesem paradiesähnlichen Garten? Die Zeit nehmen wir uns. Wir schauen uns mal hier ein wenig um. Ich finde das auch immer ganz interessant, hier aus diesen festgelegten Perspektiven zu spielen. Das gibt dem Ganzen auch nochmal einen optischen, ja, Boost, finde ich. Als diese Standardkamera, die man hier links und rechts hoch und runter drehen kann. So, sprechen wir mal mit Amanda. Schauen wir mal, was sie zu sagen hat. Hallo, Amanda. Connor, schön, dich zu sehen. Dein Vorgängermodell wurde leider zerstört. Er wusste, dass Abweichler unberechenbar sind, aber er war unvorsichtig. Ich hoffe, du machst nicht denselben Fehler. Das habe ich nicht vor. Wenn ein Connor-Modell zerstört wird, wird sein Speicher ins nächste Modell übertragen. Mhm. Aber einige Daten können dabei verloren gehen. Vermeide eine Zerstörung. Das ist besser für dich und für die Untersuchung. Ich verstehe. Die Befragung war wohl herausfordernd. Was denkst du über den Abweichler? Traumatisiert. Es gab Anzeichen auf ein Trauma nach Misshandlung durch seinen Besitzer. Als ob sein Originalprogramm vollständig überschrieben worden wäre. Dieser Lieutenant Anderson wurde offiziell für die Abweichlerfälle eingeteilt. Was hältst du von ihm? Der Mann ist faszinierend, auf jeden Fall. Ich glaube, er ist reizbar und sozial eingeschränkt. Aber ich glaube auch, dass er ein guter Detective war. Ein interessanter Charakter. Unglücklicherweise werden wir uns mit ihm abfinden müssen. Wie möchtest du mit ihm umgehen? Ich werde versuchen, eine Freundschaft aufzubauen. Wenn ich sein Vertrauen gewinne, wäre das hilfreich für die Untersuchung. Immer mehr Androiden werden zu Abweichlern. Oh. Es sind Millionen im Umlauf. Ich glaube, das wollte sie nicht hören. Wenn sie instabil werden, sind die Konsequenzen katastrophal. Du bist der fortschrittlichste Prototyp, den CyberLife je gebaut hat. Wenn jemand herausfinden kann, was hier passiert ist, dann du. Zählen Sie auf mich, Amanda. Führe die Untersuchung fort, wo der letzte Connor aufgehört hat, und mach dem ein Ende. Beeilung, Connor. Die Zeit ist knapp. Okay.
Sagt ihr uns, dass wir versuchen sollten, nicht zu sterben? Na, was habe ich denn versucht? Als ob es hier mein Ziel ist, drauf zu gehen. Naja. Kann ich helfen? Ich möchte zu Lieutenant Anderson. Bist du autorisiert? Ja. Wir connecten mal direkt. Lieutenant Anderson ist noch nicht da. Warte doch an seinem Platz. Na gut. Du hast sicher einen Schock. Ohne Scheiß. Die Lage in der Scheißmaschine hätte alle da drin töten können. Seit gestern ein russischer Flugzeugträger auf ein US-Patrouillenboot gestoßen ist. Klar. Es wurden einige Warnschüsse abgegeben. Das Labor sagt, das Zeug wurde geschnitten. Wo ist denn sein Platz? Oh, hier gibt es einiges zu entdecken. Schauen wir uns einfach mal um, würde ich sagen. Sprach von einer nicht hinnehmbaren Provokation. Miller. Wir brauchen echt die Forensik. Reed. Okay. Brown. Sowie eine internationale Konferenz. Bisher gab es keine Person. Collins. Anderson. Die Suche ist beendet. Entschuldigung? Wissen Sie, wann Lieutenant Anderson normalerweise kommt? Hängt davon ab, wo er abends so war. Wenn wir Glück haben, kommt er vor 12. Danke. Ach, setzen wir uns mal hier hin und warten ein wenig. Na gut, wir schauen uns einfach mal um. Wäre sonst zu langweilig, einfach nur rumzusitzen. Ich frage mich aber, ob die Story weitergehen würde, wenn ich jetzt einfach da rumsitzen würde, ganz stumpf. Da das aber nicht sehenswert ist, spielen wir einfach mal weiter und schauen uns hier um. Okay. Er mag keine Androiden, dafür Baseball. Oh, ein Raucher, ganz schlimm. Ein Hund hat er außerdem. Junge, Junge. Mhm. Oh, und wie jeder amerikanische Polizist genießt er sich, gönnt er sich auch hin und wieder mal einen Donut. Oder auch zwei oder mehr. Ein Bonsai-Baum. Shishigashira Shohin. Okay. Kaffee. Nichts Ungewöhnliches hier. Ich glaube, dieses Red Ice ist hier ziemlich begehrt in dieser, in diesem Detroit von 2038. Hallo, Lieutenant. Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von Cyberlife. Gott, gestern hattest du eine Kugel im Kopf. Mein Vorgänger wurde bedauerlicherweise zerstört.
Aber Cyberlife übertrug seinen Speicher und schickt mich als Ersatz. Der Vorfall sollte die Untersuchung nicht behindern. Oh, Scheiße. Hack! In mein Büro! Der hört sich aber nicht begeistert an, der Bossboy da oben. Jeden Tag landen 10 neue Androidenfälle auf meinem Schreibtisch. Einzelne Vorfälle gab es schon immer. Einer alten Dame kam der Hausandroid abhanden und so ein Mist. Aber jetzt kommen Berichte über Überfälle und Morde rein, wie der Kerl letzte Nacht. Das ist nicht länger nur Cyberlife's Problem. Es handelt sich jetzt um eine Ermittlung und wir müssen das aufklären, bevor die Scheiße hochkocht. Ich will, dass du die Fälle übernimmst und nach einer Verbindung suchst. Warum ich? Warum muss ich mich um diese Scheiße kümmern? Kein Polizist im ganzen Land ist dafür weniger geeignet. Ich weiß einen Scheißdreck über Androiden, Jeffrey. Ich finde nicht mal den Wecker in meinem eigenen Telefon. Alle sind überlastet. Ich glaube, du bist für diese Untersuchung absolut qualifiziert. Bullshit! Es will nur keiner diese scheiß Androidenfälle übernehmen und ich muss das Ganze immer wieder ausbaden. Cyberlife hat uns diesen Androiden zur Unterstützung geschickt. Es ist ein hochmoderner Prototyp und jetzt dein Partner. Auf keinen Fall! Ich brauche keinen Partner und schon gar keinen von diesen Plastikwichsern! Hank, du gehst mir so langsam wirklich auf den Sack. Du bist Polizeilieutenant. Du hast gefälligst zu tun, was ich sage. Und deinen verdammten Mund zu halten. Weißt du, was mein verdammter Mund dir sagen möchte? Okay. Das habe ich jetzt nicht gehört. Denn sonst müsste ich deiner Personalakte ein paar Seiten hinzufügen. Und die ist eh schon dick wie ein Scheißroman. Dieses Gespräch ist beendet. Jeffrey, Scheiße, warum tust du mir das an? Du weißt, wie sehr ich diese Scheißdinger hasse. Warum tust du mir das an? Pass auf. Ich hab jetzt echt genug von deinem Gemecker. Entweder machst du deine Arbeit oder du gibst deine Marke ab. Jetzt entschuldige mich, ich bin beschäftigt. Knallhart, wir wollen doch nur helfen. Tja, dann halte ich sie nicht länger auf. Einen schönen Tag, Captain. Nun ja. Was liegt denn hier wieder rum? Hey, hast du die Proben angeguckt? Das Labor sagt, das Zeug wurde geschnitten. Vielleicht ist das eine neue Art von Red Eyes. Ich verstehe, dass die Zerstörung meines Vorgängers für Sie unangenehm war, Lieutenant. Ich werde mein Möglichstes tun, damit sich das nicht wiederholt. Wir sind jetzt Partner, da wäre es schön, sich näher kennenzulernen. Wie dem auch sei, ich möchte sagen, dass ich mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen freue. Wir werden sicher ein tolles Team. Gibt es hier irgendwo einen Schreibtisch für mich? Den da benutzt gerade keiner. Ich dachte, der tickt jetzt total aus. Sie haben einen Hund, ja? Woher weißt du das? Die Hundehaare an ihrem Stuhl. Ich mag Hunde. Wie heißt ihr Hund? Was geht's dich an? Sumo. Er heißt Sumo. Sie sind Detroit Gears-Fan, nicht? Denton Carter hat gestern 53% der Würfe von der Dreierlinie versenkt. Haben Sie das gesehen? Das Spiel wollte ich mir gestern in der Bar ansehen. Oh. Naja, weiter geht's. Kennen Sie die Knights of the Black Death?
Ich mag diese Art von Musik. Sie ist so energiegeladen. Du hörst Heavy Metal? Naja, ich höre Musik nicht im eigentlichen Sinne. Doch ich würde gern. Es gibt viele Leute, die sich nicht gern mit Androiden umgeben. Ich frage mich, haben sie einen konkreten Grund, warum sie mich nicht mögen? Ja, es gibt einen. Was wird es wohl sein? Hat wahrscheinlich auch schlechte Erfahrungen gemacht mit Androiden. Naja, fangen wir mit der Arbeit an. Wenn es Dateien über Abweichler gibt, würde ich sie mir gerne ansehen. Da steht dein Computer. Ich wünsche dir viel Freude. Vermisst. Verdächtig. Vermisst. Das unerklärliche Verschwinden eines Sex-Androiden. Okay. Wir scannen einfach mal alle Akten. Oh. 243 Dateien. Die erste von vor 9 Monaten. Alles begann in Detroit und breitete sich im ganzen Land aus. Ein AX-400 hat gestern Abend offenbar einen Menschen ermordet. Das könnte ein guter Ansatz für unsere Untersuchung sein. Ich verstehe, dass Sie persönliche Probleme haben, Lieutenant. Aber Sie müssen nach vorne schauen. Und... Hey, sprich nicht mit mir, als ob du mich kennst. Ich bin nicht dein Freund und brauche deinen Rat nicht, okay? Damn. Hey, hast du die Proben angeguckt? Das Labor sagt, das mein Zeug Auftrag wurde ist diese Mission, Lieutenant. Ich werde nicht darauf warten, bis Sie wieder Lust haben zu arbeiten. Pass auf, Arschloch. Wenn es nach mir ginge, würde ich euch alle auf den Müll werfen und ein Feuer machen. Also nervt mich bloß nicht. Oder ich vergesse mich noch. Lieutenant? Es tut mir leid, wenn ich störe. Ich habe Neuigkeiten über den AX-400, der diesen Kerl getötet hat. Er ist wohl im Ravendale-Distrikt. Bin dran. Junge, Junge, Junge. Immer so aufbrausend. Hank hatte eine Spur. Ab dahin. La 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 la. Ah, weiter geht's. Es ist schon interessant, dass man alle drei Geschichten wirklich so in kleinen Stücken weiterspielt. Das macht das Ganze auch ein bisschen spannend. Ich hätte jetzt zwar gern gesehen, wie es weitergeht, aber gut. Das war so eine Art Cliffhanger. Kennen wir ja alle aus interessanten und guten Serien. Tut mir leid, wenn ich dich geweckt habe. Es war also kein Albtraum? Nein.
Nein, es war kein Albtraum. Du musst Hunger haben. Du solltest baden, danach gehen wir los und besorgen was zu essen. Was meinst du? Okay, ich lass dir ein Bad ein. Ah, möchte sie, die sich das Ding auch da raus... Ah ne, sie möchte sich nur die Haare schneiden. Ich dachte schon, dass sie auch ihren Chip da rausknipsen möchte. Eine neue Haarfarbe. Ach, das ist ja praktisch. Da können wir uns einfach die Haarfarbe ändern. Okay. Weiß. Ach, crazy. Braun. Ach, das war ja die Standardfarbe. Blond. Schwarz. Lassen wir einfach die braune Haarfarbe. Das war ja auch, meine ich, ihre Standardhaarfarbe. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Oder doch schwarz? Nee, ich finde, zu den kurzen Haaren passt das nicht. Hätte die ihre Haare länger gelassen, dann hätte ich sie definitiv schwarz genommen, aber so bleiben sie jetzt braun. Aha, der Chip kommt doch weg. Vernünftig. So bist du viel hübscher. Jetzt siehst du wirklich wie ein Mensch aus. Dein Bart ist fertig. Mhm. Schick, schick. Oh Mann, was ein Wetter. Da läuft irgendein Zeichentrickfilm im Fernsehen. Was sollen wir denn jetzt hier machen? Raus können wir nicht. Nee, lesen möchte ich auch nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt etwas abwarten. Ich glaube, ich lese doch. Erster Androidenzoo. Meine Fresse, es wird ja immer besser. US-Lebenserwartung jetzt bei 91 Jahren. Nicht schlecht. 0,4% der Weltbevölkerung halten 94% des Reichtums. Ja, die Schere zwischen Arm und Reich, die geht noch weiter auseinander in der Zukunft. Das kann ich mir schon gut vorstellen.
Das sieht wirklich aus wie ein Disney-Film. Ist das so eine Art Future Pocahontas oder was? Keine Ahnung. Nein, nicht nochmal lesen. Ich habe gesehen, wir können hier die Fernbedienung schnappen. Cool. Das Opfer hieß Todd Williams, ein Arbeitsloser aus Corktown. Er soll von seinem Androiden erschossen worden sein, einem AX-400. Der Android ist flüchtig und eine Fahndung wurde eingeleitet. Oh. Live für Kanal 16 News, ich bin Joss Douglas. Krass. Dann sind wir ja der gesuchte Android. Du hattest keine Wahl. Er hätte mich ganz bestimmt totgeschlagen. Was machen wir denn jetzt? Wir wissen nicht, wohin. Und die Polizei sucht uns jetzt. Hast du noch mehr Familie? Jemanden, der uns helfen kann? Nein. Es gab immer nur Dad. Wir haben kein Geld, wir können nicht hierbleiben. Der Android von gestern gab mir eine Adresse. Und dort würde man uns helfen. Versuchen könnten wir es. Wir gegen den Rest der Welt, Alice. Nur wir beide. Wir müssen uns immer vertrauen. Ich habe nur dich und du hast nur mich. Und ich werde tun, was ich kann, um dich glücklich zu machen. Ja, das ist krass. Also sind wir jetzt gejagt? Ich hätte nicht gedacht, dass wir der Android sind, dem Connor und sein... Mach dich jetzt fertig. Kollege. Ich besorge was zu essen für dich und dann gehen wir los. Und sein Kollege Anderson auf der Spur sind. Oh shit.